Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battlefest oder unterwegs. Und zwar wollte ich heute mal wieder so eine kleine Mythic Plus Chest aufmachen, plus die PvP-Kiste. Und dazu bin ich letzte Woche noch einen schicken Key gelaufen. Und zwar, was war ich unterwegs? Einen 15er Freehold bin ich gelaufen. Von denen habe ich jetzt schon einige. Ich brauche mal ein paar andere Instanzen noch. Und dementsprechend müsste ich irgendeinen tollen Loot rausziehen. Und wenn ich keinen tollen Loot kriege, dann wenigstens Titanresidium. Und da ich es ja vor zweimal verkackt habe, okay, ich habe auf Wächter auf Wildheit stehen, das passt, dann kriege ich wenigstens nicht wieder ein Heilerschild oder irgendwie sowas. Das wollen wir nämlich vermeiden. Machen wir einmal hier die Kiste auf und hoffen, dass wir was Gutes rauskriegen. Oh nein, ich habe eine Hose gekriegt, aber die scheint hochgerollt zu sein. Nein, ist sie nicht, oder? 440 ist Baseline. Vielseitigkeit Mastery. Ja, gut. Ja, die ganz gleiche habe ich an, quasi, nur ohne Sockel ist die hier, also dementsprechend ist das ziemlicher Käse. Was haben wir für einen Kill gekriegt? Ein Toldagur 14, den brauche ich nicht bei dem 14, das ist auch Käse, schade an der Stelle. Okay, das war eine ziemliche Nullnummer, aber ich müsste einen Haufen Titanresidium rausbekommen, oder? 21.000 kriegst du für den 15er Key. Dementsprechend habe ich jetzt 51.000 und ich könnte mir jetzt wieder ein Item kaufen. Und zwar ein, einen Kopf, eine Schulter oder eine Brust. Da muss ich mal gucken. Ich habe theoretisch alles für 45, aber die sind immer noch nicht so ganz gut. Da ich jetzt ein bisschen in Eile bin, Raid fängt gleich an, werden wir jetzt, da die Dings nicht öffnen, also die, wie heißt hier, das Azerie-Teil eins raussuchen, sondern noch die PvP-Kiste. Was habe ich da gekriegt? Oh, Handgelenke mit Sockel für 25er. Ist Kämpfer? Ich habe ein bisschen Arena gespielt, um das Cap zu spielen und knapp auf 1500 oder irgendwie sowas gebastelt. Jetzt muss ich mal gucken. Wo ist es denn? Ja, 1400 irgendwas. Mit zum Random, ich als Tank und er quasi Demon Hunter, der Typ hatte nichts drauf, ja. Wir haben irgendwie ein bisschen Rating gespielt, beziehungsweise die Punkte. Und ja, jetzt habe ich hier aber diesmal drei von diesen Dingern bekommen. Sprich, weil ich jetzt wahrscheinlich über, ich weiß nicht, wo da die Werte sind, wahrscheinlich weil ich über 1300 bin, habe ich jetzt drei Stück bekommen, ne? Ich schätze, da sind diese Caps, davor habe ich immer nur eins bekommen. Heißt, ich kriege das jetzt ein bisschen schneller voll, denn da fehlt mir jetzt, nur noch das eine, um alle auf Epic zu haben, beziehungsweise sogar für zwei Achievements, ne? Also ist das ganz gut, dass ich da jetzt ein paar von den Teilen rausgezogen habe. Das Ding, ehrlich gesagt, brauche ich es auch nicht. Das ist ziemlicher Käse. Ich habe nämlich hier das bentische Teil mit auch einem Sockel und einem Extra-Effekt. Heißt, die beiden Teile kann ich dann beide so zum Scrapper geben, klein machen. Das Einzige, wo jetzt noch was rauskommen könnte, wäre das Azerit-Gear. Da muss ich mir aber ehrlich gesagt nochmal ein bisschen genauere Gedanken machen, auf welches ich jetzt gamble. Die letzten Male war es nur einfach, weil ich noch nicht jedes Teile hier auf 445 bzw. 450 jetzt sogar den Kopf habe. Und ja, jetzt muss ich mir dann genau überlegen, wo ich dann vielleicht noch ein Upgrade rausziehen könnte. Und dann schauen wir mal, werde ich mal die Tage gucken, ob ich da vielleicht dann irgendwas rauskriege. Ja, heißt insgesamt war es leider eine Nullnummer an der Geschichte. Schreibt mir gerne mal, was ihr so bekommen habt. Vielleicht hat der ein oder andere ja das richtig krasse Item rausgezogen. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.